Ich möchte mit einigen Fragen beginnen, die uns durch die Tagung begleiten werden. Um eine vielleicht nicht so interessante Frage, die vielleicht im Raum steht, vorwegzunehmen, war ich Schülerin von Jakob Taubes. In den letzten Jahren seines Lebens kannte ich ihn gut genug, dass er der Pater meines ersten Kindes wurde. Sandak heißt es auf Hebräisch. Ich habe ihn in Vorlesungen und Seminaren und in der Paris-Bar erlebt. Vieles habe ich von ihm gelernt. Glück hatte ich wohl, dass ich schon vorher bei 4 sehr beeindruckenden Personen studiert hatte. Da war die Zeit mit Taubes eine Bereicherung, aber bei weitem nicht die einzige. Unglück hatte ich, dass er gestorben war, bevor ich genug verstand, um ihm die richtigen Fragen stellen zu können. Je älter ich werde, desto mehr denke ich, dass Platon recht hatte, man sollte erst mit 30 anfangen, Philosophie zu studieren. Es war zwar nicht zu übersehen, dass er sich kurz davor, also bevor meine Bekanntschaft mit ihm, dass er sich kurz davor mit Carl Schmitt getroffen hatte. Er war so stolz und aufgeregt darauf, dass er oft davon erzählte. Aber das Treffen mit dem Nazi-Jurist hatte ich als Ausdruck des Geistes der Epater le Bourgeois, der Jakob bei Kojève schätzte und selbst immer wieder ausstrahlte. Erst viel später würde mir die Tiefe des Problems klar, aber da könnte ich ihn nicht mehr fragen. Verdammt nochmal, das ist kein Spiel. Was zum Fluch hat dich dazu geführt, Carl Schmitt zu verehren? Die Frage stellt man natürlich anders bei einer wissenschaftlichen Tagung, aber ich glaube, für alle Kollegen hier im Haus sprechen zu dürfen, hier ist keine neutrale Abwägung darüber, ob und was Carl Schmitt uns heute bedeuten konnte. Denn was Carl Schmitt uns heute bedeutet, sieht man bei den Unterstützern von Wladimir Putin, die sich ausdrücklich auf Schmitt beziehen. Wir sind empört, dass die Werke von Schmitt noch Gehör finden und wir wollen verstehen, warum. Allerdings, um eine Stimme aus der anderen Ecke zu hören, hatte ich Chantal Mouffe eingeladen. Sie war aber zu der Zeit schon in Chile verabredet. Und auch zu unterstreichen, dass es hier nicht um eine normale Für- und Widertagung geht, werden wir nicht nur Vorträge aus der Wissenschaft, sondern auch Kunst anbieten. Wir fangen an mit Ethan Taubes, nicht nur, weil er ein Buch über seinen Vater schreibt, sondern auch, weil er lange Jahre auch als Dramatiker arbeitet. Ich erinnere mich an einem Theaterabend in New York, Ethan, erinnere mich nicht mehr wo. Und heute Abend werden wir 2 äußerst provozierende Szenen aus einem Theaterstück von Carey Harrison vorführen. Harrison, seit 2 Jahren Mitglied unseres Beirats, hat einige der besten Romane geschrieben, die ich aus der gegenwärtigen Literatur kenne. Dazu ist er nicht nur Autor zahlreicher Theaterstücke, sondern im Gegensatz zu mir und Micha Gabowitsch, die mitspielen werden, tatsächlich auch Schauspieler. Also seien Sie vorgewarnt oder vorbereitet, wie auch immer. Noch eine Anmerkung zur Tagesordnung. Wegen einer Grippe musste Christoph Schmidt leider vorgestern absagen. Das heißt, nach dem langen Tag heute können wir alle etwas länger ausschlafen. Eins möchte ich am Anfang klarstellen. Meine Probleme mit Carl Schmitt haben nichts mit seinem Antisemitismus zu tun. Auch wenn seine Praxis mit der Kirche manchem schleierhaft blieb, Schmitt war ja Christ. Und wie Jakob Taubes geschrieben hat, gehört ein Schuss Antisemitismus zu jedem Christ. Diese Logik überzeugt mich, ist aber nicht heute mein Thema. Denn es hat mich genauso empört, wenn Schmitt jedes andere Volk zum Erzfeind erklärt hätte.
Noch stört mich das, was Taubes seinen Generalangriff auf die liberale Moderne oder seine Kritik der liberalen Ideale, auch wenn ein anderer Lehrer von mir diese Ideale bekanntlich ausgearbeitet hat. Vielmehr ist Schmidts Kritik an die Möglichkeit eines jeden Ideales eine Kritik, die spätestens bei Thrasymachos anfängt und frühestens, man kann es ja hoffen, bei Mick Mullaney endet. Die Gebildeten im Raum werden sich an Thrasymachos erinnern, jener wilde Junge, der im ersten Buch von Platons Stadt erscheint, um das Gespräch über Gerechtigkeit zu stören. Solche Gespräche, behauptet Thrasymachos, seien von kindischer Naivität geprägt. Ansprüche auf Moral sind ja immer nur verschleierte Machtansprüche und wer moralische Ansprüche ernst nimmt, sei so dumm wie das Schaf, das denkt, der Schäfer hat sein Wohlbefinden im Auge, wenn er es versorgt. Platon lässt Sokrates sagen, dass der junge Mann ihm Angst bereitet, schreibt aber 9 weitere Bücher, um ihn zu widerlegen. Ob Platons Widerlegungen überzeugend sind, ist die eine Frage. Die andere ist, warum kommen immer Wiedergeburten von Thrasymachos vor, als ob seine Fragen nie gestellt wurden? Es ist nichts Neues, dass moralische Ansprüche immer wieder benutzt werden, um Machtansprüche zu verschleiern. Wer kommt aber auf die Idee, dass dieser Missbrauch bedeutet, alle moralischen Ansprüche können auf verdeckte Machtansprüche reduziert werden? Mick Mullaney, derzeit Bürochef im Weißen Haus, mag Ihnen zwar nicht so präsent sein wie Thrasymachos. Ich habe ungefähr eine Ahnung, wer hier sitzt, ja. Doch neulich hat er mit verblüffender Selbstverständlichkeit behauptet, dass Außenpolitik immer nach schmittischen Regeln funktioniert und dazu gesagt, get over it. Mullaney hat zwar weder die Eleganz von Schmidt noch das Feuer von Thrasymachos, doch inhaltlich sind sie sich einig. Nun pflegen konservative Denker ein Weltbild, das so oder so von der Erbsünde geprägt ist. Der alte Streit zwischen Hobbes und Rousseau trägt heute noch Früchte. Note bene, Rousseau, gegenüber viele Unterstellungen, hat nie behauptet, in dem Naturzustand seien die Menschen edel und gutmütig. Was er gesagt hat, wir wissen es nicht. Deshalb sind wir frei, Ursprungsmythen zu entwickeln, die unsere Zukunft dienen, denn es kennzeichnet den Menschen, dass wir uns ändern können. Nach Hobbes können wir es nicht und deshalb ist es konsequent, dass Menschen einen Tyrann suchen, der sie vom gegenseitigen Abschlachten bewahrt. Verständlich, dass ein strenger Katholik wie Schmidt Hobbes verehrt. Aber der Rabbiner Jakob Taubes? Taubes kritisiert Schmidt zwar dafür, dass er den Hinweis auf den Leviathan bei Hobbes nicht ernst genug nimmt. Schmidt betrachtet den Titelheld, so Taubes, als Beispiel des englischen Humors, während Taubes darin etwas zutiefst Mythologisches und Mystisches erkennt. Mag ja sein. Doch Taubes muss es gewusst haben, wo kommt der Leviathan vor? Der erscheint nur einmal in der Bibel, und zwar in der längsten Rede, die vom lieben Gott persönlich gehalten wird. Das steht am Ende des Buches Hiob. Hiob beklagt die Ungerechtigkeit der Weltordnung und nicht nur bei seinem eigenen Fall, so fragt er, ich habe wieder eine Übersetzung, warum sind die Sünder erfolgreich, sicher in ihren Häusern, nicht einmal ihr Kühe haben Fehlgeburten und ihre Enkel spielen wie Lämmer. Daneben frieren die Armen, sammeln Reste für ihre Kinder und schuften für die Reichen. Das sind Hiobs Fragen.
Nach der langen Klage erscheint Gott mit der Antwort: Nicht du, sondern ich habe die Welt erschaffen, Leviathan inklusiv. Hiobs Fragen sind Fragen der Gerechtigkeit, Gottes Antwort ist eine Frage der Macht. An dieses Problem haben Kommentatoren über Jahrtausende die Zähne gebrochen. Wie man oder wie ein Theist mit einer solchen Vorstellung von Gott lebt, musste jeder für sich ausmachen. Hobbes Entscheidung, Leviathan als Titel zu nutzen, war unter anderem eine Entscheidung, dass Moral gegen Macht nie ankommt. Doch müssen wir dort stehen bleiben, auch wenn Intellektuelle wie Taubes und Schmidt immer wieder darauf kommen? Kann man die Schwäche, auch die Heucheleien, die immer wieder bei dem Gebrauch von Idealen vorkommen, kritisieren, ohne die Idee zu verwerfen? Hierzu empfehle ich das neue Buch von Ivan Krastev und Stephen Holmes, auch Mitglieder unseres Beirats, Wie das Licht erlösch. Ich weiß, Aleido und ich haben uns schon über den Merkur-Aufsatz aus dem Buch ausgetauscht und wie du war ich nicht so begeistert. Doch das Buch ist viel besser und deshalb verheerend, denn es genau zeigt, wie Putin die Heucheleien, mit denen der Westen seine Außenpolitik verschleiert, benutzt, um bewusste schmittianische Schlussfolgerungen in seiner Außenpolitik zu untermauern und allgemeinen Zynismus zu verbreiten. Also heutzutage geht es nicht um kluge, geistesgeschichtliche Auseinandersetzungen, so schön stürmisch sie nun vorgetragen werden. Zwar lebte Jakob Taubes, so schrieben Aleide und Jan Assmann in ihrem Vorwort zu Von Kult zu Kultur, ich zitiere, stets in physische, psychische und geistige Unruhe. Stimmt. Aber die Fragen, die er aufwirft, sind bei weitem nicht nur auf seine Person begrenzt. Wir hoffen, hierzu Klarheit beizutragen.